In diesem Video stellen wir die Konversion und weitere nicht-binäre Wortbildungsarten vor. Die Konversion ist auf den ersten Blick nicht immer gleich erkennbar. Sie zeichnet sich durch einen Wechsel in der Wortart aus. Am Wort selber ändert sich dabei nichts. Zum Beispiel das Substantiv das Leben entsteht aus dem Verb leben. Häufig kann aber ohne ein etymologisches Wörterbuch nicht gesagt werden, welches Wort zuerst da war. Ganz wichtig, bei der Konversion ist das binäre Segmentieren nicht möglich. Daher verwendet man Pfeile. Bei der Wortkreuzung oder auch Kontamination oder Kofferwort werden, wie der Name bereits andeutet, zwei Wörter miteinander verschmolzen, indem die Laute, die beiden gemeinsam sind, zusammengezogen werden. So ist zum Beispiel eine Kreuzung aus Deutsch und Englisch Denglisch. Die Reduplikation bedeutet so viel wie die Verdopplung zweier Wörter. Diese Art der Wortbildung findet man im Deutschen zum Beispiel bei Mama, Papa oder Lehnwörtern wie etwa Bonbon oder Tamtam. Wer erinnert sich nicht an das Lied MFG von den Fantastischen Vier? Auch bei dem Wort MFG handelt es sich um eine Wortbildungsart des Deutschen, die Kurzwortbildung. Dabei unterscheidet man unisegmentale Einkürzungen, bei denen eine Komponente gekürzt wird, zum Beispiel Uni für Universität. Partielle Einkürzungen, bei denen eine Konstituente des Kompositums eingekürzt wird, zum Beispiel O-Saft. Multisegmentale Einkürzungen, bei denen mehrere Komponenten gekürzt werden, wie Kripo für Kriminalpolizei. Und die Initialwörter, bei denen jeweils der erste Buchstabe der Wörter genutzt wird, zum Beispiel SPD.